Hallo? Meine Hunde? Wo sind meine Hunde? Nein, Dogmeat ist tot. Nein, wir haben den doch erst wiederbelebt gehabt und alles. Dogmeat ist tot. Oh shit, vielleicht kommt er später noch. Selbst der Chat ist aufgewühlt. Das verstehe ich total. Was ist denn Schönes im Kühlschrank drin? Whisky, immer her damit, Scotch. Mudfruit Rottgut. Den nehme ich mal mit, das klingt toll. Ich habe immer noch Durst. Dann drücken wir uns das jetzt rein. Mudfruit Rottgut. Oh, ich bin betrunken. Aber unglaublich charmant. Abhängigkeit. Sie sind süchtig nach einer Droge geworden. Sie können entweder mehr davon einnehmen, um die Nebenwirkungen zu lindern, oder einen Arzt aufsuchen, um sich heilen zu lassen. Willst du mich verarschen? Ich habe doch einfach nur einen Wein getrunken. Oh, dieses Spiel macht mich fertig. Wende dich an Dog. No, Dog Meat, no. Ja. Leute, kann man die Musik hören? Ich finde die super leise hier. Jetzt kann ich für Dogmeat in die Kirche, ja. Wahrscheinlich liegen dann da die ganzen Dogmeat-Leichen, deswegen komme ich da nicht weiter. Meine Waffen sind halt auch einfach in einem Zustand. Das geht gar nicht. So, schauen wir nochmal auf die Karte, ob ich jetzt hier richtig bin. Weltkarte, ja. Hier bin ich richtig. Das denn, ich hab... Nein, geht weg! Ich hab keine Ahnung, das denn... Ey, wollt ihr mich verarschen? Das ist doch nicht wahr. An jeder Ecke stehen hier Supermutanten. Ich bin Level 5, Leute, Level 5! Ein kleiner, hilfloser Ödlandbewohner. Ich glaube, ich mache eine andere Quest. Kann ja nicht andauernd sterben an diesen Jungs hier. Lerne die Geschichte von Rivet City. Big Trouble, Big Town. Rescue the Big Town Captives from the Supermutants. Nope. Galaxy News Radio finden. Der vielfältige Mensch. The Riverboat Investigation. Flussschiff-Anlegestelle. Na, da kommen wir auf jeden Fall hin. Die Musik ist angenehm. Okay, 5.1-Anlage geregelt. Das denn, wenn du mich hören kannst, weiß nicht, ob das funktioniert, versuch deinen Flash-Player zu aktualisieren, versuche deinen Browser zu aktualisieren und wenn sonst nichts geht, wende dich vertrauensvoll an den Administrator deines Computers. Muss ich da hinten hin, ne? Nee, da muss ich... dahin. Okay. Na, was ist denn der am Suchen? Magst du dich mir nicht vielleicht anschließen? Ich brauche einen neuen Companion. Du bist so leise unter deinem blöden Helm, ich verstehe kein Wort. Boah, was für eine geile Selbstschussanlage. Subwoofer an der Wand zu den Nachbarn. Scheiße, was geht da denn ab? Hallo. Hi, Rain. Na? Zeig mir deine Ausrüstung. Ja, kein Problem. So, von dir könnte ich mir jetzt einfach mal nehmen. Hast du ein Stimpack? Her damit. Die andere Sache nehme ich mit. Nicht, das wäre nämlich so ein bisschen Cheating. Weil die gute Frau ist durch eine Mod reingekommen. Man kann den ganzen Leuten die Waffen abnehmen. Muss man ja vielleicht nicht, ne? Was sind denn das alles für Viecher? Schau mal da hinten. Ein Floater.
Der Zentaure ist klar und die Supermutanten, aber die? Aber vielleicht kann ich da hinten looten gehen. Speichern! Sonst ist nämlich alles gleich vorbei. Spielstand überschreiben, Autospeicher, klar. So, ich mache jetzt mal meinen eigenen Ton hier ein bisschen lauter. Weil ich höre die Musik kaum, bis gar nicht. Das Zimmerlicht an- oder ausmachen. Zimmerlicht an- und ausmachen ist immer ein guter Plan. Genauso wie Stecker rein und raus. Oh, jetzt können wir hier richtig dick looten, ne? Gibt zwar keine Erfahrungspunkte, aber... Alter, hier sind Mücken. Also das bringt jetzt nicht so viel, wie ich mir erhofft habe. Habe ich mehr erhofft. Da habe ich mir mehr erhofft. Der Zentaure mit dem Gesicht auf dem Boden. Ist das jetzt ein Gegner oder höre ich diese blöde Mücke nur? Ich mag Mücken nicht. Mögt ihr Mücken? Welcher Mensch mag Mücken? Was für eine blöde Frage. So, da geht's lang. So, ich muss mich noch mal ein bisschen pimpen hier. Ich greife da viel zu selten in diese Pimpschale hier, in diese Packung zum Pimpen. Jetzt haben wir hier einen kleinen gelben Frosch. Lecker. Das ist ein bisschen was Französisches. Froschschenkel von Haribo. Jetzt mit Froschgeschmack. Oh, ich glaube, hier hinten, wenn ich mich recht erinnere, geht's zum Endgame. Da kann ich bestimmt jetzt schon rein und sagen, hey, Daddy, alles cool? Ich bin hier. Wollen wir das Spiel abschließen? Indem ich einfach nur hingelaufen bin. Wo sind meine Hunde? Bist du böse oder bist du gut? Keine Ahnung, wir finden es gleich raus. Wäre er böse, hätte er schon geschossen. Boah, was habt ihr denn für ein geiles Schiff? Hi, Henry. Und der Fischer. Hi, Mann, hast du eine coole Frisur. Ach, das ist auch wieder so ein Typ, ey. Gib mir mal dein Stimpack. Baseballmütze brauche ich nicht. Eine Munition hätte ich gerne. Kanone kannst du behalten. Ich kann da zwar nicht mehr schießen, aber das ist nicht mein Problem. Never mind, I have to go. So, aber leider ist es für mich heute schon wieder vorbei. Frühschicht ist um 5, ist morgen angesagt. Gute Nacht, Leute. Gute Nacht, Marv. Schön, dass du zugeschaut hast, Dr. Dre. Willkommen, bis zum nächsten Mal. Freue mich drauf, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Schlaf gut und einen entspannten Tag morgen. Flussschiff-Anlegestelle. Das ist doch bestimmt hier zu einem DLC oder sowas, ne? Sie, gehen Sie nach Point Lookout. Sie müssen mir helfen. Meine Tochter ist vor einigen Wochen auf der Herzogin Gambit ausgerissen und seitdem werde ich aus Sorge um sie nicht mehr froh. Ich habe nichts mehr von ihr gehört. Könnten Sie bitte nach ihr suchen, wenn Sie dorthin reisen? Bitte. Ich tue auch alles, um Ihnen zu helfen. Ja, vielleicht finde ich sie. Oh, vielen Dank. Ihr Name ist Nadine und sie ist vor 2 Wochen verschwunden. Sagte, sie wolle die große, weite Welt sehen. Das kleine Dummchen. Dieser Toba meinte, er hätte sie in Point Lookout an Land gelassen. Aber ich weiß nicht, was danach mit ihr passiert ist. Ich weiß nicht, ob Sie meine kleine Nadine überzeugen können, nach Hause zu kommen. Aber bitte geben Sie ihr diesen Brief von mir, ja? Ich glaube, Point Lookout ist noch zu schwierig für mich. Ich weiß nur, dass Toba dort die Punga-Früchte herbekommt, die er dann verkauft. Damit macht er sicher einen dicken Gewinn.
Ich habe gehört, dass es dort Sümpfe und tödliche Pflanzen geben soll. Aber genaueres weiß ich nicht. Und ihre Tochter so, wie ist die so drauf? Sie ist in etwa so alt wie sie. Und als sie von Bord ging, hatte sie knallorange gefärbtes Haar. Sticht ziemlich heraus, würde ich sagen. Sie meinte, sie wolle ihr Glück finden, aber ich sagte ihr, das wäre zu gefährlich. Das hätte ich wohl besser bleiben lassen. Als ich ihr sagte, dass sie besser hier bleiben soll, war sie schon weg. Das verstehe ich gar nicht. Finden Sie bitte meine Tochter! Sollte ich mich irgendwann dazu entscheiden, nach Point Lookout zu gehen, würde ich das machen. Das Problem ist aber, ich schaffe es nicht mal hier, die normalen Quests zu machen. Und Point Lookout ist ein DLC. Oh, warte mal, da ist in den Koffern was drin. Hockeymaske brauche ich nicht, bin hübsch genug. Haarklammer nehme ich mit. Brauche ich auch nicht. So, Kumpel. Willkommen, mein Freund. Ich bin der Fährmann Tobar und dieses stolze Schiff ist die Herzogin Gambit. Wir sind eben von Point Lookout zurückgekehrt, werden aber bald wieder aufbrechen. Haben Sie Interesse? Vielleicht habe ich Interesse. Was ist denn so besonders an Point Lookout? Da Sie den Eindruck machen, im Ödland schon viel herumgekommen zu sein, will ich gleich zur Sache kommen. In Point Lookout gibt es frisch geerntete Lebensmittel, geheimnisvolle Stätten und noch ungeplünderte Reichtümer. Seien Sie aber auf der Hut, denn dort gibt es viele exotische Monster und feindselige Einheimische. Bleiben Sie hier, falls Sie Angst haben. Ein Mädchen namens Nadine hat auf ihrem Schiff übergesetzt. Wo ist sie denn hin? Ah, Nadine, der burschikose kleine Fratz. Ein bisschen zu viel Neugier und ein bisschen zu wenig Menschenverstand, die Kleine. Sie schlug dermaßen Radau an Bord, dass ich sie am liebsten gekielholt hätte, wenn sie mich nicht an meine eigene Jugend erinnert hätte. Ich habe sie nicht mehr gesehen, seit wir in Point Lookout an Land gingen. Aber wie ich sie kenne, hat sie schon wieder ordentlich Ärger am Hals. Vielleicht Tzatziki am Kopf. Henry, ich spiele im Moment nicht mit Facecam, weil es bei mir 30 Grad sind. Und wenn ich hier bei 30 Grad mit meinem Kopfhörer sitze, ist es weder für euch noch für mich schön, mit Facecam zu zocken. So, ist ein nettes Schiff. Ja, aber erzählen Sie mal ein bisschen mehr über Point Lookout. Unten im Süden, auf dieser Seite der Bucht, gibt es einen verschlammten Strand namens Point Lookout. Ein schlammten Strand? Ja, da gibt es alles, was das Herz begehrt. Ruinen uralter Vergnügungsstätten, geheimnisvolle Sümpfe voller Schätze und alles völlig unberührt. Aber wenn Interesse besteht, können wir diesen fernen Landstrich zusammen aufsuchen. Gegen einen kleinen Unkostenbeitrag spiele ich den Reiseführer. Oh, Reiseführer. Was geht da ab? Kämpfen da Katzen? Ich finde die Stimme von dem so cool. Nettes Schiff. Dabei sind sie bestimmt weit herumgekommen. Sie hätten das Schiff in seiner Blütezeit sehen sollen. Wir sind die ganze Küste abgefahren, vom Commonwealth bis nach Broken Banks. Das waren Zeiten. Aber jetzt ist es zu schwach fürs offene Meer. Zu viele Lecks und zu viele Biester, die auf ein Mittagessen warten. Aber der Fährdienst nach Point Lookout reicht uns aus. Wir machen einen hübschen Gewinn mit dem Warentransport und haben hier und da noch Passagiere. Gut, ich muss jetzt los. Gute Reise. Hauen Sie rein. Weil das mache ich jetzt nicht. Ich muss jetzt erstmal hier die Standardquests machen, bevor ich jetzt alles andere mache. Du hast ja nicht mal was in deiner Bude drin, Kollege. Alter, habe ich mich jetzt erschrocken. Steht der auf einmal hinter mir und grinst mich an. Hallo. Engine Room, da komme ich jetzt noch nicht rein. Oh, ich kann sogar in den ersten Stock. Wo sind denn die ganzen anderen Passagiere? Verstehe ich gar nicht, dass hier keiner mitfährt. Das ist doch so ein gutes Gewerbe hier, ein Schiff zu betreiben, mitten im Ödland. Was ist das? Da liegt einer. Den besuche ich doch gleich mal. Ich brauche Ihre Hilfe.
Ja, Dogmeat, ich weiß auch nicht. Der ist tot und der kommt nicht wieder. Normalerweise spawnen die immer nach einer gewissen Zeit wieder. Aber jetzt macht Dogmeat gar nichts mehr. Jetzt ist er weg und gestorben.